Herzlich willkommen bei Bildner TV. Fotografiert man ein Panorama, das aus mehreren Einzelaufnahmen besteht, müssen die Fotos später am Computer zusammengesetzt werden. Damit das perfekt funktioniert, dreht man die Kamera für die Einzelaufnahmen um den sogenannten Nodalpunkt. Warum das wichtig ist und wie man das macht, zeigen wir euch am praktischen Beispiel. Hallo, ich bin die Caro. Hi, ich bin der Christian. Ja, Nodalpunkt. Dieses Wort habe ich ja bis vor kurzem noch nie gehört. Was genau ist denn bitte ein Nodalpunkt? Ja, also wer es ganz genau wissen will, ich habe extra nochmal nachgelesen, Wikipedia. Der Nodalpunkt wird, das ist jetzt die schlechte Nachricht für alle Panoramafotografen, der Begriff Nodalpunkt wird eigentlich komplett falsch, nicht komplett, aber wird falsch verwendet. Wenn man also bei der Wikipedia nachliest, dann kann man lernen, dass es bei jeder Kamera-Objektiv-Kombination, bei der Objektivkonstruktion, dass es zwei Nodalpunkte gibt, die irgendwo auf der optischen Achse liegen und mit der Bündelung von Lichtstrahlen zu tun haben. Der Nodalpunkt, über den auch im Internet immer geredet wird, wenn es um die Panoramafotografie geht, der ist nicht identisch mit den physikalisch-optischen Nodalpunkten eines Objektivsystems, sondern eigentlich redet man um den Drehpunkt. Also es gibt einen Punkt, um den die Kamera-Objektivkonstruktion gedreht werden muss in der Panoramafotografie, um einen sogenannten Parallaxenfehler oder eine Parallaxenproblematik zu vermeiden für die Panoramamontage. Also langer Rede, kurzer Sinn, Nodalpunkt ist was völlig anderes, aber wir in der Panoramafotografie verwenden den Begriff Nodalpunkt als denjenigen Punkt, um den die Kamera gedreht werden muss, um saubere Panoramen montieren zu können. Ich kann ja mit meinem Handy, mit meiner Handy-App auch Panoramen fotografieren, ja. Aber ja. Da habe ich noch nie irgendwas vom Nodalpunkt gelesen. Nee. Na gut, das Handy ist auch nicht wirklich dazu geeignet, jetzt High-End-Panoramen zu machen. Handys sind für Schnappschüsse gut und im Bereich der Panoramafotografie auch wahnsinnig nützlich und bequem zu bedienen. Man kennt es ja, man schaltet Handy ein und die Foto-App und dann zieht man das Handy einfach laut Anweisungen über die App durch dieses Motiv, das man eben als Panorama fotografiert haben möchte. Das Handy macht in schneller Folge Fotos, montiert die zusammen, man kriegt davon nichts mit. Nichtsdestotrotz hat man auch beim Handy genau das gleiche Problem wie bei der Panoramafotografie mit einer größeren Kamera, nämlich diese Parallaxenproblematik. Das heißt, wenn ich ein Motiv im Vordergrund habe und dahinter eben meine Panoramalandschaft, wie auch immer, und ich bewege die Kamera, dann bewegt sich dieses, zum Beispiel den Baum im Vordergrund, dann bewegt der sich innerhalb dieser Einzelbilder um einen bestimmten Punkt. Wenn ich eben jetzt nicht die Kamera oder das Handy um diesen Nodalpunkt drehe, dann verändert sich optisch der Standort dieses Baums oder dieses Motivs im Vordergrund im Vergleich zu anderen Bildern. Also wenn ich auf Bild A den Baum dastehen habe, dann habe ich ihn im Bild B ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts stehen. Und das erschwert dann die Montage eines Panoramas. Die Problematik ist beim Handy die gleiche, fällt aber nicht auf, weil man normalerweise eben jetzt nicht so ausgeklügelte Panoramen fotografiert mit Vordergrund, Hintergrund, sondern man hält halt irgendwo rein und dann passt schon irgendwie. Und die Kamera kompensiert es auch sehr gut. Aber wenn man jetzt Einzelbilder fotografiert, um möglichst hohe Auflösung, möglichst hohe Detailtreue mit einer richtigen Kamera zu kriegen, dann muss ich halt um diese Thematik wissen. Ja, es hört sich ja dann doch sehr kompliziert an. So ein Panorama zum Fotografieren ist nicht so einfach. Nee, ist tatsächlich nicht so einfach. Um wirklich vernünftiges Panoramamaterial zu fotografieren, muss ich viele, viele Dinge beachten. Der Nodalpunkt ist nur eine Sache. Um die geht es natürlich jetzt hier im Workshop, aber mal grundsätzlich. Ich muss mich um die Bildgestaltung kümmern. Das heißt, ich suche mir einen Standort, stelle die Kamera auf, das Stativ auf und habe dann so einen Blick auf mein Motiv, das ich eben als Panorama abschießen möchte. Dann muss ich mir überlegen, wo steht denn die Sonne, wie ist die Beleuchtung, wenn die Kamera jetzt wandert von links nach rechts und plötzlich kommt die Sonne ins Bild irgendwo, dann habe ich plötzlich mit unterschiedlichen Belichtungen zu kämpfen. Das heißt, eigentlich muss ich manuell belichten. Ich muss auf den Weißabgleich achten, weil wenn ich jetzt nach links fotografiere und der automatische Weißabgleich macht alles ein bisschen bläulich, kann sein, ich schwenke nach rechts, dann ist der Weißabgleich plötzlich ganz anders. Es heißt, ich muss auch da manuell eingreifen. Also man muss schon, wenn man es wirklich high-endig machen will, mal abgesehen vom Nodalpunkt, sehr viele Dinge beachten. Aber um jetzt die Sache mit dem Nodalpunkt nochmal zu erklären, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht, wenn man denn das Prinzip verstanden hat.
Der Nodalpunkt liegt irgendwo auf der optischen Achse. Die optische Achse geht in der Mitte durchs Objektiv. Also die optische Achse liegt hier irgendwo in der Mitte. Hier kann man sich vorstellen, in der, hier, das ist eine Linie, die durchs Objektiv durchgeht, in die Mitte auf den Sensor gerichtet. Hier ist die optische Achse und da liegt irgendwo der Nodalpunkt. Und so wie man jetzt sieht, jetzt wo die Kamera, schauen wir uns das mal kurz an. Ich drehe jetzt die Kamera gerade um einen Punkt, der ungefähr hier ist. So, da. Und jetzt müsste ich mehrere Aufnahmen machen, Testaufnahmen machen, um zu sehen, verändert sich jetzt der Standort eines Motivs im Vordergrund im Vergleich zum Hintergrund, wenn ich die Kamera drehe. Wenn das passiert, muss ich die Kamera nach vorn oder hinten verschieben. Also der Nodalpunkt liegt irgendwo auf der optischen Achse und das muss ich jetzt rausfinden, einfach durch Ausprobieren. Das ist die einfachste Möglichkeit. Dazu hat man eben einen speziellen Stativkopf bzw. einen Schlitten, auf dem man dann die Kamera nach vorne und hinten, millimeterweise nach vorne und hinten bewegen kann. Und das ist wirklich wichtig. Es geht um eine millimetergenaue Ausrichtung. Also es ist nicht grob mal irgendwie, sondern man muss sich da annähern. Also man muss da wirklich millimetergenau arbeiten. Hier auf dem Schlitten geht es so, hier dreht man ein Rädchen und man sieht schon, da bewegt sich die Kamera nach vorne und hinten. Und dann sieht man eben, der Drehpunkt verändert sich. Wenn ich die Kamera noch weiter drehe, dann wandert der Drehpunkt nach hinten. Und so muss ich dann einfach rausfinden, wo liegt der Nodalpunkt, wo verändern sich eben Motive, die gestaffelt hintereinander stehen, in Relation zueinander nicht mehr. Ja, wenn du sagst ausprobieren, sehe ich das dann direkt hier am Display? Oder na klar. Das muss sieht ich man da erst am Computer Nein. Gehen? Also das sieht man schon am Display. Ich meine, hilfreich ist natürlich, wenn man irgendwie einen größeren Monitor dabei hätte oder sowas. Aber wer hat es schon? Man kann das direkt am Display sehen, wie sich da die Motive verändern, wenn ich den Nodalpunkt bzw. wenn ich die Kamera vor- und zurück bewege. Das kann man ausprobieren. Und diesen Schlitten, der ist auf alle Fälle sinnvoll. Nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Also ohne Schlitten geht es gar nicht. Okay. Also wenn ich die Kamera einfach nur fest aufs Stativ stelle, dann kann ich sie ja nicht vor- und zurück bewegen und dementsprechend den Drehpunkt verändern. Also so ein Schlitten, so ein Einstellschlitten ist notwendig und in der Panoramafotografie das Normalste von der Welt. Trotzdem tue ich mich noch ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, wie ich jetzt diesen Nodalpunkt genau finde. Ich würde vorschlagen, ich habe ein kleines Video vorbereitet. Ich habe das zu Hause im Garten mal gestellt, habe einfach mal mir zwei Motive genommen, die ich hintereinander gestaffelt habe. Schauen wir uns das konkret im Video mal an, dann denke ich, wird es klarer werden. Dann verstehe ich es auch. Ganz bestimmt. Wir sind jetzt hier draußen und machen jetzt mal ein Panorama. Die Kamera steht hier auf einem Stativ. Das Stativ steht absolut im Wasser. Hier ist eine kleine Libelle drin. Mit Hilfe der Libelle habe ich die Kamera ausgerichtet. Und jetzt schalten wir hier mal ein. Nochmal zum Hinweis, Panoramafotografie bedeutet auch, dass ich manuell fotografiere. Ich habe jetzt hier Blende, Belichtungszeit, ISO und auch den Weißabgleich manuell eingestellt, also keine automatischen Werte. Ich richte jetzt die Kamera hier mal aus und bewege die und nehme jetzt hier diese beiden Bäume, die gestaffelt hintereinander stehen, als Referenz. Und sobald ich hier die Kamera drehe auf dem Stativkopf, auf diesem Panoramakopf, sieht man, dass die beiden Bäume sich voneinander weg bzw. zueinander hin bewegen. Das darf nicht passieren, weil wenn ich jetzt hier ein Einzelfoto mache, zum Beispiel in dieser Stellung und das nächste Einzelfoto in dieser Stellung, dann stehen die Bäume nicht so, dass man sie problemlos miteinander kombinieren kann, die Einzelfotos. Das heißt, ich muss also hier den Nodalpunkt finden und das tue ich, indem ich die Kamera nach vorne und nach hinten verschiebe auf meinem Einstellschlitten und dann einfach hier weiter ausprobiere, so lange, bis ich einen Punkt finde, an dem sich die beiden Bäume, auch wenn ich die Kamera drehe, nicht voneinander wegbewegen. Ja, jetzt kommen wir langsam dem Punkt näher. Und noch ein bisschen nach hinten. Jetzt sieht es gut aus. Immer noch nicht ganz perfekt. Jetzt sieht es gut aus. Also jetzt bleiben die beiden Bäume, auch wenn ich die Kamera drehe, an der gleichen Position in Relation zueinander. Jetzt machen wir einfach mal ein paar Fotos. Ich mache mal hier ein Panorama und das werde ich dann nachher am Computer in Photoshop Elements montieren.
Okay, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Das heißt, wenn ich meinen Nodalpunkt gefunden habe, dann bleibt mein Baum in der Einzelaufnahme immer an der gleichen Stelle. Und dann Genau, kann ich darum ein geht's. richtig gutes Panorama machen. Aber was ist jetzt, wenn ich keinen Baum habe und zum Beispiel, sagen wir, eine Bergwelt fotografieren möchte? Ja, wenn nichts direkt im Vordergrund steht, das sich eben verändern würde, wenn ich die Kamera drehe, dann habe ich eigentlich auch kein Problem. Ich meine, es ist immer besser, mit dem Nodalpunkt zu arbeiten und die Kamera so auszurichten, dass sie über den Nodalpunkt dreht. Aber im Grunde, wenn ich ein Landschaftsmotiv habe, das sehr, sehr weit weg ist, ja, dann fällt es eigentlich nicht auf und dann hat eigentlich auch eine Software kein großes Problem, die Einzelbilder zusammen zu montieren. Ja, der Nodalpunkt ist ja doch ein sehr schwieriges Das ist Thema, ein sehr, schwieriges sehr Thema. kompliziert. Eine Sache, jetzt nur, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber eine Sache ist noch ganz wichtig und das sollte man sich auch bewusst machen. Hier ist ein Zoom-Objektiv auf der Kamera. Der Nodalpunkt ist nicht fest mit dem Objektiv verbunden, sondern mit der Brennweite. Das heißt, wenn ich hier am Objektiv die Brennweite verstelle, das ist eine ganz wichtige Sache, dann ändert sich auch wieder der Nodalpunkt und ich kann wieder von vorne anfangen. Also wenn ich denn meine Kamera ausgerichtet habe und die Brennweite festgelegt habe im Sinne guter Bildgestaltung und dann anfangen mit Nodalpunkt, dann darf ich die Brennweite nicht mehr verändern. Sobald ich die Brennweite verändere, ist der Nodalpunkt wieder woanders. Also das Okay. ist nur noch eine Info, die auch ganz wichtig ist. Der Nodalpunkt ist in vielen unserer Kamerabücher erklärt. Am besten, ihr werft einfach mal einen Blick in unseren Shop. Wir haben ja bisher nur von Outdoor, also Außenaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Panorama geredet. Und wie du vorhin gesagt hast, wenn ich so ein Gebirgspanorama vor mir habe, dann ist der Nodalpunkt jetzt nicht so hundertprozentig wichtig. Aber virtuelle Rundgänge in Gebäuden werden ja immer wichtiger, also 3D, nicht 3D, 360-Grad-Aufnahmen innerhalb von Gebäuden. Und da kann man sich ja vorstellen, da wird die Sache mit dem Nodalpunkt schon sehr, sehr wichtig, weil Räume gestaffelt sind. Wenn ich zum Beispiel in einem Raum stehe, durch eine Tür schaue und dahinter irgendwas sehe, wenn sich das dann auf den Einzelaufnahmen die ganze Zeit bewegt und verändert, dann wird es komisch. Also da, gerade in der Innenraumfotografie, ist es wahnsinnig wichtig, auf den Nodalpunkt zu achten und da sauber zu fotografieren, weil sonst kommt man auch aus eigener Erfahrung, muss ich leider gestehen, wirklich in Teufelsküche, die Einzelbilder dann so zusammen zu montieren, dass man eine saubere, übergangslose 360-Grad-Aufnahme zustande bringt. Ja, und wie läuft nun die Montage am Computer ab? Muss ich da dann alle Einzelaufnahmen zusammensetzen oder wie funktioniert Ja, das? es gibt die Möglichkeit, entweder ich arbeite mit einem ebenenbasierten Programm, lege die Einzelfotos alle irgendwie nebeneinander in eine Datei und richte die dann manuell aus. Kann man machen, würde ich aber nicht machen, weil jedes moderne Programm zur Bildbearbeitung, Photoshop, Photoshop Elements, GIMP, die haben Möglichkeiten, Panoramen automatisch zusammenzusetzen. Auch zum Beispiel Lightroom, Adobe Lightroom hat einen Automatismus mittlerweile drin. Das heißt, ich muss mir meine Bilder nur auswählen, drücke auf ein Knöpfchen und dann werden Panoramen zusammenmontiert. Das ist allerdings ein Thema, das noch weitaus komplizierter ist als das, was wir jetzt hier machen. Allerdings gibt es auch einfachere Lösungen. Photoshop Elements zum Beispiel hat auch die Möglichkeit, einfache Panoramen zu montieren. Das habe ich auch vorbereitet. Da können wir uns auch ein kleines Video zu anschauen, wie eine ganz schnelle Panoramamontage in Photoshop Elements funktioniert. Ich habe jetzt hier an meinem Rechner schon mal Photoshop Elements geöffnet und zwar hier im Expertenmodus. Wir wechseln nachher dann zum Assistentenmodus, um diese Einzelpanorama-Bilder, die ich vorhin draußen gemacht habe, zusammen zu montieren. Als erstes müssen wir die Bilder jetzt mal öffnen. Dazu klicken wir hier auf den Fotobereich. Dann sehen wir nämlich hier unten die geöffneten Bilder. Anschließend auf Öffnen. Und hier sind die 8 Panoramen, die habe ich vorher schon umbenannt, einfach der Übersicht halber. Die öffnen wir jetzt. Und dann tauchen die hier unten im Fotobereich auf. Jetzt wechseln wir zum Assistenten. Und hier gibt es einen Bereich hier oben bei den verschiedenen Assistentenbereichen hier ganz rechts, Foto Merge. Und hier wiederum ist ein Punkt Foto Merge Panorama. Und hier müssen wir jetzt, wenn wir darauf geklickt haben, hier wird jetzt nur eins dieser Panoramabilder, die wir vorher gemacht haben, eingeblendet. Hier müssen wir wieder in den Fotobereich gehen und jetzt hier mit gedrückter Umschalttaste einfach alle 8 Bilder markieren, weil diese 8 Bilder sind jetzt praktisch definiert als Einzelbilder eines Panoramas.
Hier auf der rechten Seite sind noch ein paar Informationen. Hier ein automatisches Panorama, perspektivisch, zylindrisch. Da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Wir belassen es einfach bei automatisch. Die Einstellungen hier sind noch ganz wichtig. Bilder zusammen überblenden muss auf jeden Fall aktiviert sein, weil dann werden die Bilder nahtlos übereinander gelegt, also nicht mit irgendwelchen Kanten. Alles andere muss man jetzt erstmal nicht aktivieren. Das muss man dann ausprobieren. Falls irgendwo dunkle Ränder entstehen, dann kann man hier eine Vignettierungsentfernung aktivieren. Wenn man mit einem extremen Weitwinkel fotografiert hat, zum Beispiel mit einem Fischeye, dann könnte man die geometrische Verzerrung noch aktivieren. Das lassen wir jetzt alles mal weg hier und klicken hier einfach zum Schluss unten rechts auf Erstellen Sie ein Panorama. Und dann fängt Photoshop Elements an zu arbeiten. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Es werden jetzt, wie man hier rechts gut beobachten kann, sämtliche 8 Bilder in eine Datei zusammengefasst. Die werden jetzt erstmal ausgerichtet, sodass alle wirklich so stehen, dass sie zusammenpassen. Und jetzt, Achtung, hier sieht man es schon. Hier drin, hier entstehen Kanten zwischen den Einzelbildern und die sind natürlich nicht schön. Deswegen kommt dieser Optionsdialog Kanten bereinigen, da klicken wir auf Ja. Und dann kümmert sich Photoshop Elements auch nochmal ganz automatisch um diese Überblendung. Das dauert auch wieder ein bisschen. Kommt natürlich darauf an, je mehr Bilder man hat, desto länger dauert es. Dann haben wir noch ein Problem in den Ecken unten. Die werden automatisch ausgefüllt, wie man hier sieht. Hier auf der rechten Seite, hier oben und unten, links das Gleiche. Diese Ecken, die wurden jetzt von Photoshop Elements ganz automatisch ausgefüllt. Jetzt fragt das Programm, was wir jetzt machen möchten, ob wir es einfach speichern wollen. Ich klicke jetzt hier mal auf Bearbeitung fortsetzen im Expertenmodus. Dann sieht man nämlich hier auf der rechten Seite die finale Datei. Wir haben hier eine Datei, die jetzt aus einer Panoramaebene besteht. Also hier sieht man das montierte Panorama. Wenn ich die mal wegklicke, tauchen hier wieder diese nicht gefüllten Ecken auf. Und hier sind jetzt die 8 Originalbilder. Wenn ich jetzt eins nach dem anderen mal wegklicke, dann sieht man, wie die Bilder zusammen montiert wurden. Genau, und letztendlich kommt dann eine wunderschöne Panorama. Naja, wunderschön ist jetzt was anderes. Wir haben hier im tiefsten Herbst fotografiert. Wunderschön ist es vielleicht nicht, aber es ist stimmungsvoll. Und es ist ein Panorama und hat technisch auf jeden Fall gezeigt, was mit Photoshop Elements möglich ist. Ja, das war jetzt die Schnellfassung, wie die Montage der Einzelbilder zu einem Panorama funktioniert. Das könnt ihr alles nochmal genau nachlesen in unserem Buch Photoshop Elements. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link dazu. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald bei Bildner TV. Ciao. Ciao.